Sie sind hier, 7. September 2018, 22.53 Uhr von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Gerard Piqué zieht derzeit den Ärger seiner Bosse auf sich. Urheberrecht Getty Images. Gerard Piqué macht zuletzt häufig negativ auf sich aufmerksam. Die Barca-Bosse sind erzürnt. Sie sorgen sich um das Image des Spielers und fürchten negative Auswirkungen. Barca-Verteidiger Gerard Piqué hat sich den Unmut seiner Clubbosse zugezogen. Von entsprechenden Misstönen berichten die spanischen Zeitungen AS und Sport. Auch der Mirror greift das Thema auf. Der Abwehrstar war in den vergangenen Wochen mehrmals negativ aufgefallen. Seine Eskapaden sollen in Barcas Chefetage überhaupt nicht gut angekommen sein. Im Vernehmen nach sorgen sich die Verantwortlichen um das Image ihres Spielers und fürchten negative Konsequenzen für den Verein. Und da sind die Pokerturniere, an denen Piqué die vergangenen Wochen rege teilgenommen haben soll, nicht mal das Schlimmste. Fahren ohne Führerschein. Vor kurzem erst war Piqué bei einer Verkehrskontrolle in Barcelonas Stadtteil Eixample aufgeflogen. Polizisten entdeckten, dass der Lebensgefährte der Popsängerin Shakira wegen diverser Verstöße sämtliche Guthabenpunkte seines Führerscheins aufgebraucht hatte. In Spanien besitzen Autofahrer anfangs 12 Punkte. Sind diese wie bei Piqué verbraucht, erlischt die Fahrerlaubnis zumindest vorübergehend. Bei Verstößen drohen in Spanien empfindliche Strafen. Jüngste Urteile des obersten Gerichtes, welches Fahren ohne Erlaubnis als Straftat wertet, reichten von bis zu 6 Monaten Haft über Geldstrafen von 288.000 Euro bis zu 90 Tagen gemeinnütziger Arbeit. Offiziell hatte der Club davon abgesehen, Piqué mit einer Strafe zu belegen. Das Vergehen sei eine private Angelegenheit des Spielers, hieß es in einem Statement. Tatsächlich soll der Barca-Vorstand von Piques Eskapaden alles andere als angetan sein. Es ist nicht der einzige Grund, weshalb der ehemalige Nationalspieler intern am Pranger steht. Einmischung in den Fall Griezmann. Eine skurrile Anekdote: Piqué steht einer Produktionsfirma vor. Exakt diese Firma hat die Dokumentation produziert, in der Antoine Griezmann verkündete, dass er bei Atletico Madrid bleibt und nicht zum FC Barcelona wechselt. Piques Rolle in dieser Geschichte hat seinen Vorgesetzten offenbar missfallen. Barça hätte Griezmann gerne selbst verpflichtet. Die Einmischung von Piqué in den Fall Griezmann hat für Betrübnis und ein ungutes Gefühl im Club gesorgt, hatte Barcas Vizepräsident Jordi Mestre schon vor der WM 2018 erklärt. Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr.